Andreas, deine ganzen Visualisierungen von CAD-Daten, mit was arbeitest du und wie hast du angefangen? Also mein Standardprogramm, das ich nutze, ist Rhino. Ist ein Programm, was eigentlich ein reines CAD-Programm ist, womit man hauptsächlich konstruiert. Und zwar mathematisch korrekt konstruiert. Viele CAD-Programme wie 3D Studio Max oder Cinema 4D bauen ihre Modelle aus vielen kleinen Dreiecken und Vierecken zusammen, die sogenannten Polygone. Cinema 4D bezeichnet du als CAD-Programm? Jein. Du kannst Cinema 4D auch für CAD-Daten nutzen, aber du musst irgendwie diese Daten von einer korrekten mathematischen Fläche irgendwie konvertieren zu einem Polygonmodell. Okay. Das ist bei Cinema 4D der Fall, das ist bei 3D Max der Fall. Bei Rhino hast du erstmal die reinen CAD-Daten, die sich der Ingenieur ausgedacht hat. Kannst du uns gerade den Unterschied erklären zwischen Polygonen und CAD? Ja, das kann ich versuchen. Nehmen wir mal an, hier dieses Kissen zum Beispiel soll ein Polygonmodell werden. Dann müsste man sich vorstellen, dass diese Fläche, die dieses Kissen hat, durch ganz viele Dreiecke bzw. Vierecke beschrieben wird. Das kann dann zu Problemen führen, wenn man hier so in ganz kleine Ecken reinkommt, wo irgendwelche Dillen oder Falten oder so weiter drin sind. Das wird immer dann bei Konstruktionen interessant, wenn es um Verrundungen geht. Der Konstrukteur kennt einen rechten Winkel, die Natur aber nicht unbedingt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tisch konstruiert habe, hat man da keinerlei Verrundung drauf und da kann sich kein Lichtreflex bilden. Deshalb müssen CAD-Daten, die man jetzt von irgendeinem Ingenieur bekommt, auch immer noch ein bisschen aufbereitet werden. Entweder man geht her und rundet diese Kanten alle in dem CAD-Programm ab. Und da kommt es bei Polygonen mitunter zu Schwierigkeiten, weil wenn ich mir eine Rundung vorstelle, sollte sie auch möglichst rund sein. Und wenn sie sich durch viele kleine Dreiecke oder Vierecke zusammensetzt, habe ich immer kleine Treppenstufen da drin. Solange man da nicht ganz genau hinguckt, spielt das keine Rolle. Wenn ich aber wirklich ein Detail davon machen wollte, könnte das zu solchen treppenstufigen Formen führen, weil ich eben die Fläche unterteilen muss in viele Dreiecke und Vierecke. Bei Rhino ist es so, dass es ein sogenannter NURBS-Modeler ist. Und da ist die Fläche erstmal mathematisch beschrieben durch irgendwelche Formeln. Und die ist immer glatt, so wie sie sein soll. Die kann man im Nachhinein natürlich überführen an Cinema oder 3D Max. In dem Fall muss aber eine Unterteilung in Dreiecke und Vierecke erfolgen. Und je feiner man das macht, umso größer wird die Datei und umso länger dauert mitunter auch das Ausrendern. Deshalb arbeite ich direkt in Rhino eigentlich weiter, um auch diese Datenübergabe in ein anderes Programm gar nicht erst machen zu müssen, sondern ich bin direkt in meinem CAD-Programm und habe dann die Möglichkeit, darin direkt auch Bilder zu machen, die so aussehen, als seien sie fotografiert. Mhm. Kann das Rhino komplett durchführen oder benutzt du da noch weitere Software? Also Rhino selber oder McNeil ist ja die Firma, die Rhino verkauft und vertreibt, hat auch eigene Render-Engines, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Ich persönlich setze allerdings auf einen externen Renderer, nennt sich V-Ray. Das ist so die State-of-the-Art-Render-Engine, die es so gibt. Die gibt es für ganz, ganz viele Programme. Also die Chaos Group hat ursprünglich mit 3D Max angefangen und V-Ray dafür auf den Markt gebracht. Und ich glaube, vor 2 Jahren ist es schon her, oder 2,5 Jahren ist es her, dass die Chaos Group die Firma Asgvis aus Amerika gekauft hat. Ist jetzt Chaos Group USA. Und die haben damals schon V-Ray für Rhino verkauft. Mhm. Haben also bei der Chaos Group Lizenzen gekauft und haben gesagt, die Lizenz nutzen wir jetzt, um das auch direkt in Rhino anbieten zu können. Und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt und mittlerweile nutze ich V-Ray für Rhino direkt in Rhino, um da meine Bilder zu rendern. Was macht V-Ray besser als die mitgelieferten Render? Und es gibt ja das Render-Plugin Brasil. Brasil gibt's, dann gibt's Flamingo. Das, was ich ganz gerne hätte, weil ich jetzt aus der fotografischen Richtung komme, dass ich auch ein Bild bekomme, was so aussieht, als sei es fotografiert. Mhm. Und da ist V-Ray meiner Meinung nach die bessere Wahl, weil der Algorithmus, der dahinter steht, einfach ein schöneres Bild ausrechnet. Wie der das macht, keine Ahnung, ich bin kein Programmierer. Aber das Bild, was da rauskommt, sieht schöner aus oder realistischer aus, als das, was die anderen hauseigenen Renderer da tun könnten. Okay. Neben dem V-Ray, das du mir vorhin schon erzählt, benutzt du auch HDR Light Studio.
Was ist da, also wie funktioniert das oder was ist das und was ist da der Vorteil, den du da für dich siehst? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass der Fotograf im Studio seine normalen Lichtquellen hat. Der hat vielleicht eine Softbox, dann hat er einen direkten Spot, dann hat er vielleicht eine Wand, die er indirekt beleuchtet, um eine Reflexion zu erzeugen. Und all das ist auch etwas, was wir im 3D-Programm haben. Ich habe auch da Flächenlichter, Punktlichter, Spotlichter und so weiter. Aber es gibt eine Technik, die beleuchtet eine Szene mit einem Bild. Und dieses Bild ist das, was man als HDR bezeichnet. HDR steht für High Dynamic Range, wo ein ganz, ganz großer Kontrastumfang von ganz, ganz hell bis ganz, ganz dunkel in diesem Bild zur Verfügung steht. Und ein solches Bild wird auf eine Kugel, wie so eine Weltkugel im Prinzip, gemappt, draufgelegt. Und diese Szene umgibt, oder diese Kugel umgibt meine gesamte Szene. Und nehmen wir mal an, von diesem Raum hier hätten wir jetzt ein HDR, dann ist da vorne ein Fenster. Und in diesem HDR, das wäre jetzt so eine 360-Grad-Aufnahme von diesem Raum, würde auch durch das Fenster ziemlich viel Licht reinkommen, weil das HDR an der Stelle sehr hell ist. Und das HDR beleuchtet nicht nur die Szene, sondern sorgt auch für die korrekte Reflexion. Denn Licht ist das eine, aber Reflexion ist das, was zum Beispiel in hochglänzenden Flächen wie Chrom oder Ähnlichem tatsächlich erst einen vernünftigen Eindruck vermittelt, sodass Licht das eine ist und Reflexion das andere. Und mit einem HDR kann ich beides zusammen ermöglichen. Und HDR Light Studio ist jetzt ein Programm, wo man für seine Szene, die man da gerade hat, ein HDR erzeugen kann. Denn nehmen wir an, wir hätten jetzt hier irgendwie eine Chromkanne von Alessi stehen und sagen, keine Schleichwerbung, und wir wollen von der Seite irgendwie ein bisschen Licht, aber auch eine vernünftige Reflexion hinbekommen. Dann ist die helle Einspiegelung das eine, aber in Chrom muss ich auch was Dunkles einspiegeln. Der Fotograf im Studio würde überall das Licht ausmachen und hätte nur hier seine Flächenlichtquelle stehen. Und so können wir eben mit einem HDR, was ich mit HDR Light Studio erzeugen kann, genau dort einen Reflex bekommen. Und das Coole daran ist, der Fotograf früher brauchte einen Assi, der sein Licht irgendwie ein bisschen hin und her schob, während er durch die Kamera guckte und sagte, ah nee, noch ein bisschen weiter nach da, ein bisschen zurück, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Und im 3D mit HDR Light Studio ist es so, ich klicke auf dieses Objekt und sage, da hätte ich gerne meine Reflexion. Und wie durch Geisterhand, keine Ahnung, wie die das machen, sitzt dann diese weiße Fläche an der richtigen Stelle meines HDRs und ich habe genau dort meine Reflexion. Oder meine Beleuchtung oder wie auch immer man das jetzt da gerne im Programm einstellt. Ich kann sagen, einmal die Reflexion hätte ich gerne oder ich hätte gerne die maximale mögliche Beleuchtung an dieser Stelle. Das ist ein bisschen was Unterschiedliches. Und auch das macht eben die Arbeit des Fotografen im 3D-Raum um ein Vielfaches einfacher und schneller. Und günstiger, weil ich den Assi nicht mehr brauche. Und da es als Plugin funktioniert, brauchst du nicht mehr ein Programmwechsel dazwischen. Ganz genau, sie laufen im Prinzip parallel. Ich habe V-Ray, das ist ein Plugin für Rhino. Und dann habe ich ein eigenständiges Programm, nennt sich HDR Light Studio. Und dazwischen gibt es eine sogenannte Live-Anbindung. Und während ich in Rhino auf meine Geometrie klicke, sorgt HDR Light Studio dafür, dass die Reflexion genau an der richtigen Stelle sitzt. Und zum Beispiel Autovisualisierungen sieht, die sind fast alle mit einem HDR gemacht. Was weiß ich, der Fotograf hat, wenn er Glück hat, noch die Möglichkeit, ans Kap Horn zu fliegen, um da das 3D 360 Grad zu machen. Okay. Und das schickt er dann zurück an den 3D-Artist und der stellt sein Auto da rein und kombiniert das zusammen und dann sieht das so aus, als ob dieser Wagen jetzt tatsächlich am Kap Horn stehen würde, mit allen Beleuchtungen und Einspiegelungen und so weiter. Wo bekommst du die Bilder her? Die Bilder jetzt für meine Szenen mache ich mit HDR Light Studio selber. Okay. Wenn ich jetzt tatsächlich diese Kanne, die wir da jetzt in unserem Studio stehen haben, irgendwo ans Kap Horn stellen will, dann gucke ich erstmal im Internet, wo kann man vielleicht ein solches HDR auch kaufen. Denn ich sage mal, besser gut gekauft als schlecht selbst gemacht. Da gibt es unterschiedliche Anbieter, Dosh Design gibt es oder mofi.com ist auch eine gute Adresse, wo man solche HDRs kaufen kann. Wenn es aber nur um die reine Produktvisualisierung geht, braucht man die externen HDRs nicht, denn die macht man sich ja mit HDR Light Studio selber.